Wir sind heute beim Rodeln, einer der lässigsten Wintersportarten überhaupt. Und wie man das Ganze cool, richtig, aber auch sicher macht, zeigen wir euch jetzt. Der Thomas hat ein festes Schuhwerk an. Auf dem festen Schuhwerk hat er sich Bremsgrödel montiert. Die Bremsgrödel helfen ihm, sicherer und leichter zu bremsen. Dann hat er sich Gamaschen angelegt. Die Gamaschen sind dazu da, dass der Schnee nicht unter die Hosen reinkommt und somit alles trocken und warm bleibt. Er hat sich ein dem Wetter angepasstes Outfit angezogen. Zu dem Outfit kommen die Handschuhe dazu. Die Handschuhe sind dazu da, dass man schön und fein den Riemen greifen kann, aber dass auch die Hand zusätzlich warm bleiben. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Der Helm dient als Schutz für den Kopf. Und der Wolfi erklärt euch jetzt die Rodel. Die Qualitätsrodel vom österreichischen Rodelverband muss in Österreich hergestellt werden. Und was muss sie sonst noch haben? Ganz wichtig, einen Lenkriemen, dass man gut und sicher lenken kann. Sie muss flexibel gelagert sein. Und dann muss sie die Schiene im Längsverlauf einen gewissen Radius aufweisen. Heißt, sie darf nicht komplett flach sein. Und sie muss, wenn man von vorne reinschaut, nicht plan mit der Schiene auf den Schnee aufliegen, sondern muss eine gewisse Neigung auf den Schnee haben. Und dann, wenn sie das alles erfüllt, kriegt sie das ÖAV-Gütesiegel für eine Qualitätsrodel. So, und der Thomas und ich, wir zeigen euch jetzt die richtige Rodeltechnik. Beginnen möchten wir mal mit der Sitzposition. Ganz wichtig, wir sind immer mit dem Rücken auf der Rodel. Nie Kopf voran im Bauchlager. Eine Hand hat immer Kontakt zum Lenkriemen. Beide Beine seien in der Luft und haben Kontakt zu den Hörnern. Beim Rodeln darf es einmal schnell werden. Das heißt, wir müssen uns auch mit dem Thema Bremsen beschäftigen. Beim richtigen Bremsen setzen wir uns auf. Wiederum hat eine Hand Kontakt mit dem Lenkriemen und beide Beine berühren flächig den Boden. Und nach dem Bremsen geht es ab in die Kurve. Das heißt, jetzt schauen wir uns die richtige Lenktechnik an. Wir stellen uns vor, wir fahren eine Rechtskurve. Bei einer Rechtskurve drückt das linke Bein gegen das linke Horn. Wichtig, das innere Bein ist in der Luft und hat losen Kontakt zum Horn. Wir ziehen innen am Lenkriemen. Und wenn die Kurve ganz eng ist, geben wir noch zusätzlich die Hand raus auf die Kurveninnenseite und verlagern somit das Gewicht. Und so kriegt man jede Kurve. Und jetzt schauen wir noch in die Rodelfibel. Dort rein stehen alle wichtigen Rodeltipps. Nachher steht am lässigen Rodeltag nichts mehr im Weg. Yeah! Die Sicherheit beim Rodeln ist im österreichischen Rodelverband natürlich ein sehr großes und wichtiges Thema. Deshalb haben wir gemeinsam ein Gütesiegel entwickelt für Rodelbahnen, Rodelregeln aufgestellt und wir bieten die Ausbildung zum Rodelguide an. Die Informationen findet ihr auf der Homepage des österreichischen Rodelverbandes unter www.rodel-austria.at. Schaut hinein auf die Seite, informiert euch und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim sicheren Rodeln.